Moin ihr Lieben, es ist mir eine große Freude, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir starten heute das nächste Let's Play. Wie gewünscht gibt es Harveys neue Augen, die Fortsetzung von Edna bricht aus. Das haben wir ja gerade fertig gespielt und ihr habt euch gewünscht, dass wir direkt weitermachen. Dann soll das auch so sein. Und ich will auch gar nicht viel labern im Vorfeld, einfach nur mal darauf hinweisen, dass Edna bricht aus in der Originalversion 2008 rausgekommen ist, Harveys neue Augen 2011 und Deponia 2012. Warum ich das sage, werdet ihr gleich sehen. Die Grafik erinnert nämlich schon sehr an Deponia. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken mal, was uns erwartet. Neues Spiel starten, ja, machen wir doch. Jo, geht erstmal mit Mucke los. Ich bin gespannt, ob der Proki auch wie bei Deponia was singen wird. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Oh. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Na, Gott sei Dank. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen, sind es doch nur ein paar Schrammen. Ja, ne? Spielen wir das Ganze mal ein bisschen runter. Hier hast du Nadel und Faden. Genau, nähst dir doch einfach selbst zusammen, oder? Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Na, dann lieber tackern, oder? Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Aber? Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Ist aber auch ein Ding, das Kind soll sich selbst nähen oder wie? Und dann wundert der sich, wenn es schief geht? Also nee. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Und wenn es weiter blutet, gibt's noch einen Ohnmächtigen wahrscheinlich. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Ja, sowas aber auch. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Ja, sehr hilfreich. Unglaublich. Was ein Song. Oha. Und jetzt wissen wir auch, wo der lange Faden hingeht. Harveys neue Augen. Die müssen wohl auch angenäht werden, oder?
bin gespannt. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ah ja, dann guck doch weg, Mann. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Och, das ja. Ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Ach, schade. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Oh. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Ja. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Gute Laune, hä? Kapitel 1, die Klosterschule. Da sind wir und jetzt frage ich mich, wo eigentlich Edna ist. Hab ich jetzt schon irgendwie erwartet? Ach, da. Okay. Da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-Kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Jo. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tüdelü, genau. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Tutorial? Was ist das denn für ein Unsinn? Nein, ich bin Profi. Okay. Irgendwie ist die Musik ein bisschen laut, oder? Wir korrigieren das nochmal. Ah, ich komme gerade nicht ins Menü. Dann machen wir erstmal das Laub hier weg. War ja doch einfach mit Linksklick. So, aus 3 Haufen macht 2. Steinplatte ist frei. Kehren wir das Laub auch noch rüber. Ziehe ich das hier nochmal? Janu, aber wohin jetzt? Das scheint in der Tat ein bisschen sinnfrei. Und jetzt wieder zurück. Nee, das kann's nicht sein. Dann probiere ich doch jetzt einfach mal mit der Hake über die Steinplatte zu ziehen. Ja. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Okay. Können wir die gute Dame damit triggern? Das ist ja nicht zum Aufhalten. Aller guten Dinge sind 3. Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Oh. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Egal. Ich habe 2 neue Aufgaben für dich. Oh nein. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen. Um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Oh. Erstens, Beete umgraben. Zweitens,
den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Hey, wie kann denn so viel Hass in einer Person schlummern? Unglaublich. Okay. Gucken wir jetzt mal. Da geht's zum Hintergarten. Gehen wir doch einfach mal hin. Ach, da ist die Schatzsucherin. Da ist der Schaukelbaum. Um Gottes Willen, die Schaukel hier. Hier haben wir die Termiten. Eine Komposttonne. Das ist das Beet, das umgegraben werden soll. Das macht aber schon die Edna ganz fleißig. Ja, wir reden mal mit der Edna. Hey Lilly, hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moa. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Na gut. Okay. Das sind wohl unsere Dialogthemen. Fangen wir mit der Schatzsuche an. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ja. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Na toll, danke. Das geht ja schon wieder genauso eklig los. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimssteinen abreißen. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Oh. Schön. Termiten, wir erzählen ihr was über die Termiten. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Jawohl. Dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Ah, sehr schön. Frag mal nach Marmeladenersatz, genau. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Okay, Information Overload. Die quasselt ja, das ist unglaublich. Keine Marmelade und Honig wäre ein Ersatz. Merken wir uns das doch mal. Beete umgraben. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Ja, aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Okay, und wo kriege ich die? Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Ich finde das ja schon wieder mega geil. Diese dummen Dialoge. Einfach schön mit Humor gespickt. Ist genau mein Ding. So, das haben wir. Wir können hier zurück. Ach, was haben wir noch? Die Aufgaben, da waren wir gerade. Wir reden mal über die Oberin an sich. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Ja, klar. Okay, das war's. Also, wir müssen irgendwo Marmeladenersatz, vermutlich Honig, auftreiben. Und im Keller die Schaufel holen. So, wir gucken uns das mal hier alles an.
interpretiere das jetzt so, als würde Anschauen mit Rechtsklick gehen, wenn ihr mal meinen Cursor hier seht. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ja, schön. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Sehr schön. Die Termiten? Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde die ja auch ganz niedlich, ne? So, Reifenschaukel. Können wir die benutzen oder ist das lebensgefährlich? Machen wir mal. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Super geil. Ich muss ja sagen, das mit diesem Erzähler finde ich ja von der Idee her auch geil. Okay, Reifenschaukel hat so Schiss vor, das lassen wir mal. Jetzt gehen wir mal zurück. Hier ist ja auch nämlich sonst nichts mehr. Termiten, der Baum, Kompost, das war's. Zum Schulteich. Was haben wir denn hier alles? Ein Wasserhahn? Schade. Der Wasserhahn war leer. Hier ist das Kellerfenster. Okay. Ich sehe schon eine Schaufel hier. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ein Presslufthammer? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Mit dem kann ich doch bestimmt auch das Beet umgraben, oder? Ofen? Ich komme aber nicht dran. Ich kann es lassen. Die Idee war gut. Ja. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ein Servendosen, das brauchen wir gar nicht zu probieren jetzt. Es wird alles nicht klappen. Ein Pinsel. Da kommen wir dran. Aber das war's auch schon. Okay, was haben wir denn noch? Thermometer? Nee. Hier nix. Gartenschlauch? Busch? Den gucken wir uns mal an. Der Schlauch wohl führte? Lilly war gespannt. Wohin der Schlauch wohl führte? Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding. Ding! Das Ding ist eine Pumpe, okay. Können wir die einschalten? Lilly, schalte das sofort ab! Oh. Die schon wieder. Okay, Steinplatten sind weg, das Laub auch. Der Gartenschlauch. Hier ist die Kellertür. Wir können ja mal gucken, wo der Schlauch hingeht. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ach nee, wirklich? Hier, zum Brunnen. Ist das Diesel? Sieht ja so ein bisschen so aus. Freeman heißt er. Ist der Gartenschlauch? Ach, wir reden mal mit ihm. Ach, Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Oh, wie bösartig, oder? Ja. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Was wäre das? Aufgaben, Gumbo, Klosterregeln, hier, Gumbo. Lass mich raten, du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll ungumbo. Okay, der Schlüssel, der interessiert mich schon. Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand.
Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Okay. Ich frage jetzt nochmal nach, weil das Symbol hat sich geändert. Ist vielleicht ein anderer Dialog? Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja, wissen wir. Okay. Dann reden wir nochmal über die Regeln. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Nein, wird's nicht, oder? Kellerverbot, Brunnenverbot. Naja, fangen wir doch hiermit an. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Na, spiel doch mit den Steckdosen, hätten wir ein Problem weniger. Brunnenverbot. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja, das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Der Brunnen ist tief, ja. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Okay, der Brunnen ist zu tief, der Brunnen ist zu gefährlich. Ich mache mit dem Vortrag mal weiter. Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. In den Brunnen klettern? Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Okay. Haben wir alles? Das waren die Klosterregeln? Die Aufgaben? Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Igitt. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Na gut, da oben ist ja übrigens auch ein Bienennest. Beete umgraben. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Oh, was ein Typ. Haben wir alles. Ein Bienennest, in der Tat. Komme ich da irgendwie dran? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Schon wieder? Da haben wir... Ach doch, eine Hake, das sollte doch gehen, oder? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Okay. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Idee war gut, klappt aber nicht. Hier ist noch der Gartenschlauch. Hier ist sonst nichts mehr. Der Brunnen, den können wir anschauen. Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly.
Was ist mit dem Gartenschlauch? Den können wir nehmen. Freeman? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Okay, Brunnen. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Bienennest? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Gut, nee, ne? Was habe ich jetzt übersehen? Ab ins Kloster? Lily durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Schulteich. Huch. Ist er jetzt doch in den Brunnen gegangen? Hey! Hilfe! Als Lily zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Moment, dann will ich jetzt was testen, weil er hat mich ja eben abgehalten, mit der Hake an das Bienennest zu gehen. Vielleicht geht's ja jetzt. Ja. Was soll das? Lily, nein! Geht weg! Geht weg! Oh, oh. Ich habe eine Allergie! Ups. Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lily doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ja, schade. Pech, ne? Lily! Hilfe! Lily hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Oh, dumm gestellt. Ach, wie schön. Können wir den Gartenschlauch jetzt nehmen und vielleicht in den Brunnen reinhalten und den Brunnen auffüllen? Ja. Jetzt haben wir aber das Problem mit der Pumpe und mit der oberen noch. Schade. Der Wasserhahn war leer. Und das Problem haben wir auch noch, aber hier ist doch Wasser, oder? Können wir den nehmen? Ja, können wir. Teich geht nicht, vielleicht direkt auf die Pumpe? Ja, okay. Und jetzt schalten wir ein und wahrscheinlich gibt es gleich wieder Ärger. Lily, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lily verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Oh, die Arme. Das ist ja auch eine schreckliche Welt, oder? Wir gehen mal gucken. Er hat den Schlüssel. Lily, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Ja. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Okay. So. Den Schlüssel gibt er nicht her. Jetzt haben wir aber hier das Bienennest. Können wir das irgendwie nehmen? Lily dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Was haben wir denn? Den Pinsel. Geht das? Ja. Und dann haben wir doch Honig und könnten doch eventuell die Termiten umlenken, oder? Oh, da tropft er sogar.
Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Okay. Aber noch den Kompost? Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Oh. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Oh, soll ich mal gucken gehen? Machen wir. Letztendlich war er ja auch mit Honig beschmiert. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie nicht noch dümmer für ihn ausgegangen. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ja, das, ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen für ihn, würde ich sagen, um Gottes Willen. Termiten? Oh, der Kellerschlüssel. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ja. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Ja, ja, da bin ich mir ganz sicher. Er wird es nur, glaube ich, nicht mehr sehen. Was muss er denn auch weglaufen, ne? Oh, also der Humor hier, der ist ja schon wieder richtig bösartig. Wir gucken jetzt mal, ob das hier aufgeht. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Aber ich gehe ja nicht spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. So ist das. Gut. Leute, dann würde ich sagen, bevor wir in den Keller gehen, machen wir doch hier für heute Schluss. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns morgen wieder, denn das Let's Play wird es auch wieder täglich geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet und wenn es euch gefallen hat, gerne nochmal ein Like da lassen, ein Däumchen nach oben, einen netten Kommentar. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das am besten jetzt und benutzt auch gleich die Abo-Glocke. Bis dann, euer Matze.